Alles verändert sich unaufhaltsam. Einen Teil der Veränderung kann man kontrollieren. Verändern Sie sich, Ihr Leben und Ihre Welt nach Ihren Wünschen. Verändern Sie Ihr Denken, Ihren Körper, Ihre Umwelt, Ihren Beruf, Ihren finanziellen Erfolg, Ihr ganzes Privat- und Berufsleben. Ist dieses Leben nichts weiter als ein Kampf ums Überleben? Ich bleibe die Antwort auf diese Frage schuldig, aber man kann es sich leichter machen, indem man erstens seine Schwingungsfrequenz erhöht, zweitens Denkmuster und Gewohnheiten verändert, drittens sich schrittweise in ein neues Leben bringt. Wie macht man das? Was ist Schwingungsfrequenz und was hat sie mit ihrem Leben zu tun? Alles, auch ihr Körper, besteht aus kleinsten Teilchen. Die nennen wir subatomare Partikel. Diese Partikel schwingen. Um sich und ihr Leben anders wahrzunehmen, müssen sie ihre Schwingungsfrequenz verändern. Wenn Sie den Radio einschalten und Sie möchten eine andere Musik hören als auf dem Kanal, der gerade eingestellt ist, drehen Sie am Kanalwähler, bis Sie einen Kanal finden, der Musik ausstrahlt, die Ihnen gefällt. Wenn Sie Ihr Leben verändern möchten, geht das nicht so schnell. Ihre Frequenz müssen Sie kontinuierlich ändern und Sie müssen sich zwischendurch an die jeweils höhere Frequenz gewöhnen. Wie erhöhen Sie Ihre Schwingungsfrequenz? Erstens, positive Gedanken denken. Zweitens, positive Gefühle haben. Drittens, tun, was man gerne macht. Und viertens, vieles tun, um sich wohlzufühlen. Positive Gedanken und positive Gefühle sind ident. Wer positiv fühlt, denkt positiv. Wer positiv denkt, fühlt positiv. Sie müssen negative Gedanken und Gefühle eliminieren, indem Sie sofort, nachdem Sie sich eines negativen Gedankens gewahr werden, ihn durch einen positiven ersetzen. Das ist anfangs nicht einfach. Je öfter Sie das machen, desto schneller werden positives Denken und positive Gefühle zu Ihrer Gewohnheit werden. Damit wird Ihr Gefühlsbarometer steigen, Sie werden sich immer wohler fühlen und damit wird vieles in Ihrem Leben leichter werden. Manche Probleme werden sich wie von selbst lösen. Es werden viele schöne Dinge in Ihrem Leben geschehen, die für Sie wie ein Zufall erscheinen werden. Wenn es Ihnen nicht leicht fällt, Ihre Gedanken und Gefühle zu kontrollieren, dann setzen Sie Subliminals ein. Darüber später mehr. Kommen wir zum Tun, was man liebt. Wählen Sie einen Beruf, der Ihnen Spaß macht, den Sie gerne machen, den Sie lieben, denn nur dann werden Sie sich laufend verbessern, beruflich aufsteigen, Erfolg haben und mehr Geld verdienen. Wie verändern Sie Denkmuster und Gewohnheiten, die Sie in Ihrem Fortkommen stören und behindern? Beispielsweise ist die Höhe Ihres Einkommens Resultat eines bestimmten Denkmusters und es ist eine Gewohnheit. Sie können mit Subliminals Ihr Selbstbewusstsein stärken, mehr Lebensfreude bekommen, in Ihrer Vorstellung Reichtum zulassen, leichter abnehmen und es ist viel einfacher, schlechte Gewohnheiten zu ändern und vieles mehr. Ich schwöre auf Subliminals. Ich höre mir täglich mehrere an und jedes etwa einen Monat lang. Wie verändern Sie Ihr Leben? Wenn Ihr Gefühlsbarometer steigt, Sie störende Denkmuster und Gewohnheiten verändert haben, wird sich bereits einiges in Ihrem Leben positiv verändern. Werden Sie nun zum Tagträumer und zum Schauspieler. Schreiben Sie ein Skript, wie Sie leben möchten. Beschreiben Sie, wie ein Tag in Ihrem Traumleben aussieht. Wenn ein Schauspieler eine bestimmte Rolle spielen muss, studiert er diese Person, die er in einem Film spielen wird. Er denkt sich in diese Rolle hinein, übt sich darin, sich wie diese Person zu bewegen, wie sie zu reden und wie sie auszusehen. Genau das müssen auch Sie machen. Üben Sie sich, das Leben zu leben, das Sie leben möchten. Träumen Sie davon und leben Sie in diesem Traum, bis er zu Ihrer Realität geworden ist. Mehr darüber,
wie man sein Leben verändert, lesen Sie auf privatedimension.at sich ändern.